Ja, also wie Sie sehen, ich bin jetzt im zweiten Obergeschoss. Es ist ein ganz anderes Setting hier auch. Also wir haben das auch bewusst gewählt, dass sich das nochmal sehr stark auch von dem Untergeschoss unterscheidet. Und es gibt zwei Arbeiten in der Ausstellung, die sich vor allen Dingen mit der Zukunft von Staatsbürgerschaft auseinandersetzen und nochmal so ein bisschen ausloten, welche Alternativen gibt es eigentlich zu der klassischen Staatsbürgerschaft, die eben an ein Territorium gebunden ist. Und wir sehen hier zum einen die Arbeit von James Bridle, Citizen X. Das ist eine Webanwendung, die Sie sich alle auch sehr gerne runterladen können. Wir haben natürlich auch hier in der Ausstellung eine stationäre Anwendung, die man dann hier eben auch ausprobieren kann. Und James Bridle fragt danach, ob es nicht mehr Sinn macht, algorithmisch seine Staatsbürgerschaft zu bestimmen. Und man kann eben hier ganz normal im Internet surfen, die Webseiten aufrufen, die man gerne möchte. Und im Hintergrund läuft eine Anwendung ab, die aufzeichnet, welche Daten verschickt werden, welche reinkommen und so quasi aufschlüsselt, welche Staatsbürgerschaft man eigentlich haben müsste aufgrund der Daten, die man eben im Internet hinterlässt. Und man kann das hier dann ganz schön sehen, dass das aufgeschlüsselt wird. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Webseiten aufgerufen. Also hier ist es aufgeschlüsselt mit USA. 67%, Deutschland sind nur 11%, China 11% und Russland 11%. Also wo man ganz gut sehen kann, dass es eben einmal abhängig ist von dem Standort, an dem man sich befindet, aber natürlich auch, was ruft man für Webseiten auf? Wo stehen die Server, zu denen diese Webseiten gehören? Und das alles hilft halt eben dann dazu, dass man eben diese algorithmische Staatsbürgerschaft bestimmen kann. Und eine zweite Arbeit, die sich auch mit der Zukunft von Staatsbürgerschaften auseinandersetzt, ist die Arbeit von Christopher Culandron-Thomas, die er gemeinsam mit Annika Kuhlmann realisiert hat und die Sie jetzt schon hier hinter mir sehen können. Die Installation besteht einmal aus der Videoarbeit und aus diesen Sitzmöbeln, die Sie hier vorne sehen können. Und die Frage, die Christopher Culandron-Thomas stellt, ist, welche Auswirkungen hat eigentlich der digitale Wandel, die verstärkte Globalisierung, die Netzwerke, die sich weltumspannend herausbilden, welchen Einfluss hat das auf unser Verständnis von Staatsbürgerschaft? Und er schlägt ein alternatives System vor, nicht die klassische Staatsbürgerschaft, sondern eine Art flexible, fluide Staatsbürgerschaft, die die Bürgerinnen und Bürger frei wählen können. Das heißt, man wird nicht in ein bestimmtes System hineingeboren, sondern kann sich eben frei und flexibel dafür entscheiden. Und der Hintergrund für diese Arbeit ist eine persönliche, biografische von Christopher Culandron-Thomas. Seine Eltern sind aus Sri Lanka und in Sri Lanka gab es bis 2009 den unabhängigen Staat Tamil Eelam, der dann 2009 durch einen brutalen Bürgerkrieg beendet wurde. Und in Tamil Eelam hat man schon sehr früh versucht, einen Staat aufzubauen, der auf anderen Prinzipien beruht, der sich jenseits von einem Kastensystem aufbaut, ein System, was versucht, ohne Hierarchien zu arbeiten, also sozusagen nochmal ein progressiveres Miteinander zu erschaffen. Und aufbauend auf diesem historischen Staat, den es heute nicht mehr gibt, schlägt Christopher Culandron-Thomas das New Eelam vor, ein neues Eelam. Und er arbeitet dafür mit Architekten, mit Designern zusammen, um eben diese Idee einer flexiblen Staatsbürgerschaft zu realisieren. Und Sie sehen hinter mir die Möbel, die ganz neu auch für diese Ausstellung entstanden sind. Die hat Christopher Culandron-Thomas gemeinsam mit anderen Designern, mit New Tendency, einem Designerkollektiv aus Berlin, entwickelt, die eben auch nochmal das System der flexiblen Staatsbürgerschaft auf das Design übertragen.
Und es gibt hier ein ganz zentrales Element bei den Sitzmöbeln, und zwar ist das dieses Verbindungsstück, das Sie hier sehen können, mit dem es möglich ist, eben diese Bänke zusammenzubauen, aber auch Stühle. Also das heißt, man kann sehr schnell und flexibel Möbel zusammenbauen, wieder neu aufbauen und so eben die Mobilität, die flexible Staatsbürgerschaft auch ja, sehr unmittelbar umsetzen. Und diese Entwürfe beruhen eben auch auf einer tamilischen Architektin, Manmahal ist ihr Name, und Christopher Clendon Thomas hat dafür quasi ein zeitgenössisches Design entwickelt.